was kostet dann so ein TÜV für so einen Roller und Mofa? Oh, ich bin jetzt schon komplett Banane, weil ich eigentlich schalten wollte. Oh, was ist hier los? Einer in der Pizzeria umgekippt. Welcher neuer Baumarkt Kack-China verfickter Fotzenroller kann das heute noch? Ja, Leute, ich habe ja eben auf Instagram eine Story gemacht. Ich bin heute mal auf einem kleineren Gerät unterwegs. War ein bisschen vollgestaubt. Irgendwie rappelt das auch ganz schön hier drauf. Oder war das immer schon so? Egal. Ich habe, oder beziehungsweise meine Frau hat noch so einen Roller zu Hause. Und den haben wir auch immer angemeldet. Ein 50er. Und ich dachte mir, ich hatte sowieso schon vor längerer Zeit mal vor, ein ja, Moto-Vlog oder Roller-Vlog zu machen. Und es ist jetzt sowieso ein richtig passendes Thema dafür. Aber was mich gerade so ein bisschen beunruhigt, ist halt normal, dass das so rappelt. Ach, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch am Reifen oder egal. Sonst fährt er gut. Ja, erstmal zu dem Gerät hier. Das ist ein Yamaha Neos, baugleich mit MBK Oveto. Den hat meine Stiefmutter nämlich und den bin die Frau auch oft gefahren. Und jo, eigentlich ein solider Roller. Auch schon älteres Semester, hat noch die guten Minarelli-Motoren liegend. Da kenne ich mich blind mit aus. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich früher in meinen Rollerzeiten ja sehr viel dran geschraubt habe. Und ist jetzt auch irgendwie so ein entspanntes, gemütliches, chilliges Rumeiern jetzt hier. Und der läuft eigentlich ganz gut. Damit fahre ich auch mit meiner Frau schon mal ab und zu dann im Sommer nach Alpen zur Pizzeria. Dann hauen wir uns einfach eine Pizza auf der Hand rein und dann fahren wir ein bisschen so durch die Gegend. Ist auch mal ganz gemütlich, mit so einem kleinen Gerät hier durch die Gegend zu eiern. Und genau, fürs heutige Thema eigentlich ziemlich passend. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber in der EU, ach, wie das jetzt genau heißt, ich kann es mal eben einblenden, es soll abgestimmt werden oder dafür, also es soll eine Abstimmung geben, oder ist das eine Abstimmung? Es soll auf jeden Fall in Zukunft, oder wie soll ich das erklären? Warte, ich erkläre mal anders. Jedes Land in der EU hat so seine eigenen TÜV-Gesetze oder TÜV-Regelungen. Hier in Deutschland ist das ja so, erst die 125er oder alles, was über 50 Kubik und schneller als 45 km/h ist, ist TÜV-pflichtig und muss alle zwei Jahre zur, zur Hauptuntersuchung. Und 50er und 25er, die mussten bisher alle nicht dahin. Das heißt, du hast halt nur dein Kennzeichen gekauft, quasi dein Versicherungskennzeichen und konntest fahren. So, und wie das Gerät, in welchem technischen Zustand das ist, hat nie einer kontrolliert. Dann kommen Helmut und Bruno, meine beiden Polizisten, und sagen, ich darf doch nicht mitfahren. Ich sag mal, aus meinen Rollerzeiten früher, ich habe ja verdammt viel darum gebastelt und das war auch alles nicht so gesetzeskonform. Und viel zu schnell und so weiter. Ich glaube, das kennt viele in meinem Alter, die haben das früher halt alle gemacht. Und ich glaube, heute gibt es noch einige, die es tun, aber ich glaube, der Hype ist vorbei. So, wenn man jetzt, ich weiß, dass die Prüfbescheinigung, so wie ich die damals in der Schule noch gemacht habe, ich glaube, ich habe 25 Euro oder 30 Euro dafür bezahlt. Und heute ist das, glaube ich, auch nicht viel teurer. Lass das mal vielleicht 50 Euro kosten. Dann lohnt sich das. Und wenn man noch zu Hause einen kleinen Roller rumstehen hat oder so, oder ne, generell mehrere Familienmitglieder daran Interesse haben, okay. Aber wenn man jetzt mit 16 einen 50er macht und, ich weiß nicht, dann macht doch lieber, oder mit 15, ah, ich habe... Boah, ich bin jetzt schon komplett Banane, weil ich eigentlich schalten wollte. Aber ich kann da gar nicht schalten. Ist ja alles Automatik hier. Da lohnt sich das eher. Also meiner Meinung nach, ich habe es früher auch falsch gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber das eine Jahr warten sollen und direkt den 125er machen sollen. Erstens wären mir 18 Punkte dann
Ich sag mal, die hätte ich dann erst gar nicht sammeln brauchen und die ganzen teuren Geldstrafen und alles drum und dran und davon ab. Und ich hätte direkt natürlich auf A aufsteigen können, was ich ja damals, wo ich bin ja schon so alt, A2, das gab es damals so noch gar nicht. Da gab es dann nur die 34 PS Regelung und hätte ich einfach nur aufsteigen brauchen, so wie es heute auch der Fall ist. Nur musste jetzt heute halt die drei Stufen durchgehen auch. Aber es macht mehr Sinn. So, und du kannst ja auch als 125er einen geilen Roller fahren und zwar auch einen großen 80er und 125er und finde ich dann doch deutlich geiler. Oh, was ist hier los? Einer in der Pizzeria umgekippt. Ah, das Sitzen hier drauf ist auch, ja, ist zwar weich am Hintern, aber so, ich bin auch recht groß. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, auf dem Roller zu sitzen. Ich setze mich ein, zweimal im Jahr da drauf und ich fahre ja echt viel Motorrad, also. Und naja, so richtig ab geht der auch nicht. Also ich vermisse dann schon ein bisschen so einen Schmackes von früher, wo ich da ein bisschen dran rumgeschraubt habe. Aber der soll doch schön legal bleiben für meine Frau. Und dann gibt es auch keinen Ärger. Wenn ich schnell fahren will, fahre ich auf meinem Motorrad. Aber trotzdem, auf der einen Seite finde ich das jetzt gut, dass sie das wahrscheinlich so einführen wollen. Dass auch 50er und 25 Kubik, also eigentlich alles, zum TÜV muss zur Hauptuntersuchung. Weil es gibt ja so viele Roller und Mofas, die zum einen natürlich frisiert fahren und da kann ich mich ja auch nicht von freisprechen, von früher. Habe ich ja auch gemacht, den Mist. Aber wäre das früher schon so gewesen, dann hätte ich halt immer alle zwei Jahre, oder so lange habe ich ja nie einen Roller gehabt, aber ich hätte halt immer für den TÜV alles TÜV-konform bauen müssen und wahrscheinlich hätte mich das da schon das ein oder andere Mal, ja nicht abgeschreckt, aber wäre ich zu faul gewesen, den Roller dann zu frisieren, um dann zum TÜV wieder rückzurüsten, weil, na gut, ich habe die ja richtig frisiert, das waren ja dann auch schon größere Motorumbauten und alles, aber dann hätte ich mir die Arbeit erst gar nicht gemacht. Von daher finde ich das gar nicht mal so verkehrt aus mit dem Verkehrssicherheitsauge zumindest gesehen, finde ich das richtig gut. Auf der anderen Seite, die Leute, die das jetzt fordern, sind natürlich die großen Geldhaie, die hinter den ganzen TÜV-Einnahmen stehen. Ich kann euch mal eben einen Screenshot von diesem Bericht einblenden. Und da geht es natürlich nur noch darum, nicht die Sicherheit um die kleinen Rollerfahrer und Mofa-Fahrer. Das zweifle ich auch ganz stark an. Obwohl das natürlich ein ganz, ganz guter, wichtiger Punkt ist und damit werden die auch durchkommen, weil das einfach gar nicht mal so verkehrt ist. Aber aus den ganzen finanziellen Hintergründen, wer weiß, was kostet dann so ein TÜV für so einen Roller und Mofa? Und da werden die nicht mit 10 Euro oder was weiß ich nicht da. ich könnte mir sogar vorstellen, der genauso teuer machen wie beim Motorrad. Und also die steht gar nicht, ich finde, das steht gar nicht zur Relation hier, zu so einem kleinen Gerät hier. Ich bin mal gespannt, wie die das ausbauen und ausweiten werden und wann es in Deutschland kommt. Genauso wie mit den ganzen Führerscheinsachen. Also ich finde es auch mit dem B100, wie heißt das denn, B196, also diesen Zusatz für den 125er, den man machen kann, wenn du Autoführerschein hast und über 24 oder 25 bist. Ich finde das geil. Weil du kannst dafür knapp 500 Euro ungefähr 125er fahren, aber nur in Deutschland. Nein, doch. Für so wenig Geld dann 125er fahren, finde ich in Ordnung. Was der Nachteil daran ist, du kannst natürlich nicht auf A2 aufstocken, weil dafür müsstest du den richtigen Führerschein A1 gemacht haben. Nee. Ja, was weiß ich, A1, A2, welches jetzt wie rum ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Weil wenn du mit 16 deinen 125er machst, dann hast du ja diesen A-Schein, den 125er. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen sind. A1, glaube ich, ne? A2 ist dann der A-Beschränkte und A ist unbeschränkt, ne? Ja, also auf der einen Seite, ja, ich finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Denn gerade so das Thema bei Rollern und Jugendlichen Reifen wird gar nicht beachtet. Also ich weiß es selbst von früher, wie wir alle waren und jeder Einzelne war so. Reifen, das hatte ja gar keinen von uns gejuckt, ob da das Profil drauf war oder nicht. Mit den Bremsen, ja, wenn eine funktioniert hat, reicht das auch.
Licht, ach, wie oft sehe ich Rollerfahrer ohne Licht durch die Gegend fahren und Blinker funktionieren nicht, ohne Spiegel und was weiß ich nicht alles. Was das dann angeht, finde ich das mit dem TÜV gar nicht mal verkehrt. Das heißt natürlich dann auch eine Kostenfrage, was das kostet. Wenn das jetzt auch 50, 60 Euro kostet für so einen kleinen Pissroller. Ja, der Tacho, der spinnt manchmal hier ein bisschen irgendwie. Aber der fährt sowieso nicht schneller als 50, 55 oder so. Also hier bei dem Roller von meiner Frau und jetzt sowieso, ich bin ja schon Mitte 30 fast und ein bisschen reifer als wie mit 15, 16 und 18 und 25. Ja, da achte ich schon drauf, dass die Bremsen funktionieren, dass die Lichtanlage komplett funktioniert, dass die Reifen in Ordnung sind und ich mache den Service immer jedes Jahr, selbst wenn er nicht viel gefahren wird, Vergaser raus, einmal durchspritzen, solche Sachen einfach. Und da macht mir aber auch Spaß. Ich habe da ja immer ja schon gebastelt an sowas. Ja, ist aber gerade auch echt entspannt hier so mit dem Roller so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ich habe hinten noch so einen Koffer dran, da könnte ich mir jetzt eigentlich auch eine Pizza reinbauen. Ich weiß noch, letztes Jahr oder vorletztes Jahr bin ich mit dem Roller mal auch und wollte ich bei uns von der Auffahrt losfahren. Da habe ich mich fast aufs Maul gelegt, weil der einfach so leicht ist. Und ich bin direkt vorher noch Motorrad gefahren. Und da ist ein bisschen Arbeit. Klar, Motorrad fällt auch in die Kurve. Aber ich habe hier das gleiche gemacht wie beim Motorrad. Und meine Frau hat sich so kaputt gelacht. Er sagte, ey, was bist du denn für einer? Ja, das muss man erstmal. Ist halt ein ganz anderes Fahren, ne? Aber jetzt, wo hier 50 ist, kann ich auch in der Mitte fahren. Die dürfen eh nicht schneller fahren als ich. Und das rate ich euch eigentlich auch, wenn ihr innerhalb von Ortschaften fahrt, wo 50 ist und ihr dürft halt 45 fahren, ihr fahrt dann mal 50, 55, mein Gott, nee, fahrt nicht am Außenrand. Die Autos dürfen sowieso nicht schneller fahren als ihr. Und selbst wenn euer Roller akkurat nur 45 fährt, bleibt in der Mitte. Glaubt mir, ich habe da schon so Erfahrungen. Das macht keinen Sinn, wegen 5 km/h dich dann überholen lassen zu müssen und dich dann irgendeiner Gefahr auszusetzen, die völlig unnötig ist. Ja, komm, gib Gas. Muss mal gucken, wie viele Kilometer der schon drauf hat. Ich halte mal da vorne an, das interessiert mich mal. Ob der da überhaupt noch anzeigt oder ob die Anzeige schon komplett Banane ist oder... über 10.000 Kilometer hat er schon runter, Leute. Hier. 10.554 Kilometer hat er schon runter mit dem ersten Zylinder. Welcher neuer Baumarkt Kack-China verfickter Fotzenroller kann das heute noch? Das gibt eine Anzeige. Also, war er jetzt quasi auch oder seid ihr jetzt auch dabei bei meinem ersten Roller-Vlog sozusagen, Motovlog auf einem Roller? Ich finde es sowieso die Mofa. Prüfbescheinigung. Also mit 25 km/h, da kannst du auch nichts reißen. So, guck mal der da. Ich fahre 50, der Tacho, der stimmt wirklich nicht, Leute. Ich fahre knapp 50, vielleicht etwas schneller als 50. Und der hier, der ist halb so langsam, der blockiert die Straße. Das ist eine Unfallgefahr. Er muss da fahren. Er darf gar nicht auf der Straße fahren. Er muss auf dem Fahrradweg fahren. Ich, als mit meinem 45er, 50er, ich darf da gar nicht fahren. Ich muss hier auf der Straße fahren. Aber es macht trotzdem Spaß, hier so ein bisschen gemütlich durch die Landschaft zu fahren, hier hinter Rheinberg und hinter Buttberg und so. Das ist schon ganz cool. Ich werde jetzt gleich am Rhein nochmal anhalten. So, Leute. Wie versprochen, sind wir jetzt am Rhein. Ach ne, hat ja keinen Seitenständer, den habe ich hier abgebaut. Schön, schön, schön. Machen wir hier die Klappe wieder auf hier. Das ist ja ein gutes Stück. Klein, aber fein. Von Yamaha, schöner Minarelli-Motor. Ich denke mal, die neue Generation kann damit nichts mehr anfangen. Warte mal, hier bleibe ich jetzt mal stehen, damit ich daraus ein Bild für Thumbnail rausschneiden kann. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Wenn ihr da mehr Bock drauf habt irgendwie, dass ich jetzt hier durch, sag mal, Rheinberg und Mörs, sag mal, so diese nähere Umgebung, auch ein paar Roller-Vlogs mal raushau, dann ja, dann mache ich das mal. Ist mal ein bisschen was anderes. Ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!